Lord, we thank you that we are living with expectancy in this moment. Wir leben mit dieser Erwartung für diesen Moment. Knowing that you're a God that speaks. Wir wissen, dass du ein Gott bist, der redet. And you have something to say to us right now. Und dass du etwas uns zu sagen hast jetzt. And if you believe that, say amen. Und wenn du das glaubst, sag Amen. 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 Thank you. Be seated. He nodded to me to carry on, so that's right. Perfect. Okay. Ja. Alan, I have the pleasure of introducing to you just in a few words. Das ist Alan. Können wir einmal Alan einfach einen Applaus geben? Bless you. Alan kommt aus Südafrika und hat dort sehr viel mit Gemeindegründungen zu tun. Und wenn ich es ganz arg viel besser wüsste, würde ich es euch auch in kurzen Worten sagen. Aber ich denke, es wird genügend noch hervorkommen, wer er ist und was er so macht in dem, was er noch sagen wird. Ich bin der Lukas und ich versuche das Beste darin zu übersetzen. Wenn mir ein Wort fehlt, schmeißt es einfach nach vorne. Ich höre es dann und versuche es dann damit einzubauen. Vielen Dank für eure Geduld, auch hinter den Bildschirmen. Alan, so wonderful to have you here. Well, thank you very much. I have no idea what you said, but I like all of it. It is a real joy to be with you. Es ist eine große Freude, zu sein. I've heard of this ministry and specifically this gathering, this conference over many years. Ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, davon zu hören, von diesem Ministry schon und von dieser Konferenz. And so it is a real delight to know that I have the privilege of speaking here. Und deswegen ist es so eine spezielle Freude, dieses Vorrecht zu haben, hier auch zu sprechen. What I really appreciate about this ministry, what I know about it, was ich auch wirklich schätze an Passion, was ich davon weiß, is firstly that you have a deep love for the good news of the gospel. Ist das erstens weiß ich, dass ihr eine tiefe Liebe für die gute Wahrheit, das Evangelium habt. The gospel is good news. Das Evangelium ist gute Nachricht. And it's only good news if it is good news. Und es ist nur gute Nachricht, wenn es gute Nachricht ist. I listen to some people preach the good news and it does not sound like good news. Ich habe zu ein paar Leuten zugehört beim Predigen, wie sie das Evangelium predigen, aber es war keine gute Nachricht. But I heard Timo with passion share this morning about the foundation of the gospel. Aber ich habe Timo heute Morgen zugehört, wie er über die Grundlagen des Evangeliums gesprochen hat. I thought it was quite a dynamic duo, Timo and Theo. Ich habe gedacht, das war wirklich ein dynamisches Duo, der Timo und der Theo. Now you have A and L. Jetzt habt ihr A und L. The second thing I appreciate about this ministry is the fact that you desire to listen to the voice of the Holy Spirit. Und das Zweite, was ich an Passion so schätze, ist, dass ihr diesen tiefen Wunsch habt, danach Gottes Stimme wirklich zu hören. We are privileged to live in a time where we know God speaks. Wir sind so mit einem Vorrecht gesegnet, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wissen, dass Gott redet. And right now God wants to speak. Und gerade jetzt möchte Gott reden. He wants to speak into your life. Und er möchte in dein Leben sprechen. And so posture yourself in such a way that you receive what God is saying. Und bring dich deswegen in eine Position, so dass du empfangen kannst, was Gott sagt. And then the third thing I appreciate about this ministry. Und das Dritte, was ich an Passion so mag, ist, is that you have a passion for the world. Ist, dass ihr eine Leidenschaft für die Welt habt. When I was invited to this conference, als ich zu dieser Konferenz eingeladen wurde, they said that the overarching title is "Live extraordinarily because the world is worth it."
war dieser überspannende Titel war Lebt extra außergewöhnlich leben, denn die Welt ist es wert. Die Welt ist es wert. Die Welt ist es wert. Das wert. All right. Listen, I've never heard a ministry that communicates there's worth to the world. Ich habe noch nie einem Ministry, bin ich dem begegnet, die das kommunizieren und aussagen, einen Wert dieser Welt zu geben. That really captured my heart. Das hat wirklich mein Herz berührt. We live in a different way. Wir leben auf eine andere Art und Weise. Because the world is worthy of us living that way. Weil die Welt es wert ist, dass wir so leben. You know, when I grew up as a young man in the church, als ich aufgewachsen bin als junger Mann in der Kirche, I thought the idea of Christianity, dachte ich, diese super Idee des Christentums wäre, was to see how far I can remove myself from the world. Wäre zu so weit wie möglich von der Welt entfernt zu sein. Because my favorite verse in the Bible was, weil mein Lieblingsvers in der Bibel, I am not of this world. War, ich bin nicht von dieser Welt. Now, how many of you are glad that you are not of the world? Ja, wie viele von euch sind einigermaßen froh, nicht von dieser Welt zu sein? It's not a trick question, okay? Das ist keine Trickfrage. Of course, we are born from above. Natürlich, wir sind von oben geboren. We are children of the kingdom of God. Wir sind Kinder des Königreichs Gottes. One day I made a discovery. Eines Tages habe ich eine Entdeckung gemacht. That verse, dass dieser Vers, that particular text is in another context. Dass dieser Vers in einem anderen Kontext steht. And I want to start today by reading that scripture to you. Und diesen Tag möchte ich damit anfangen, diese Schriftpassage zu lesen. Because this scripture is really captured in the prayer of Jesus just before he was about to die. Weil dieses Schriftstück, diese Schrift steht in dem Gebet, das Jesus betet, kurz bevor er stirbt. And when Jesus prays, he says, I'm praying for my disciples. Und wenn Jesus betet, dann sagt er, ich bete für meine Jünger. But I'm not just praying for them, I'm praying for all those that are far off. Aber ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für die, die noch dazugehören. That will believe in this word. Die diese Welt verlassen. Die dieses Wort glauben werden. Our checker is right in front here. He's going to keep you in line. No, that's really good. Tell Danke, me Timo. If he changes anything that I say, okay? You're a good sport. Thank you. Wait. Here is Jesus is saying, I'm praying for everybody that will believe in this word. Ich bete für alle die, die dieses Wort glauben. Sagt Jesus. That means it includes you and me. Und das bedeutet, dass du eingeschlossen bist und ich auch. So listen to what Jesus is praying for you. So hör zu, was Jesus für dich betet. John chapter 17 verse 15 to 18. Johannes Kapitel 17 Verse 15 bis 18. Ich bitte dich nicht, sagt Jesus, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt. So wenig wie ich zur Welt gehöre, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Jesus is praying, Father, I pray, don't take them out of this world. Jesus sagt, Vater, ich bete, nimm sie nicht aus der Welt heraus. I often wondered, Jesus, why did you feel it so important to pray this?
ich habe häufig so mir gedacht und mich gefragt, warum, Jesus, denkst du, ist das so wichtig? Why did you not rather pray, Father, I pray when they give their lives to you? Warum hast du eigentlich nicht gebetet, Vater, wenn sie dir ihr Leben gegeben haben? Then hit them with a lightning bolt and take them straight to heaven. Dann triff sie mit einem Blitz und nimm sie mit direkt in den Himmel. Because there is another agenda. Weil es einen anderen Plan dafür gibt. And the agenda is the world. Und der Plan ist die Welt. Now, I struggled with this portion of scripture. Ich habe damit wirklich gekämpft, mit diesem Teil der Schrift. Until one day I got a revelation. Bis ich eines Tages eine Offenbarung hatte. And I got this revelation when I was trying to set my dog free from fleas. Und ich hatte diese Offenbarung dabei, als ich versuchte, meinen Hund von Flöhen zu befreien. So I share with Liberty today the parable of the fleas. So erzähle ich heute mit großer Freiheit die Parabel, das Gleichnis der Flöhe. My dog had fleas and I decided I was going to comb through the hair of the dog and catch every flea that I can. Ich hatte mich dazu entschlossen, dass ich meinen Hund ganz sorgfältig durchkämmen würde, um dann jeden einzelnen Floh irgendwie zu erwischen. I don't know if you've tried it, but it's very difficult to catch the fleas. Ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast, aber es scheint sehr schwierig zu sein, diese Flöhe auch wirklich zu fangen. While I was doing this, a friend of mine came to visit me. Während ich das so machte, hat mich ein Freund besucht. And he asked me what I was doing. Und hat mich gefragt, was ich denn eigentlich da mache. So I explained to him my project. Und dann habe ich ihm mein Projekt erklärt. And he looked at me and he said, Alan, why don't you just go buy a flea collar at the store? Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, warum gehst du nicht einfach in den Laden und kaufst so ein Flöhe am Halsband für Hunde? So I went and bought the collar and put it on the neck of the dog. Also bin ich losgegangen, habe dieses Halsband für den Hund gekauft. And within 3 days all the fleas are gone. Und innerhalb von 3 Tagen waren alle Flöhe weg. Now I'm amazed. I'm trying to figure out how does this system work? Und jetzt war ich noch mehr verwundert, wie dieses System funktioniert. How did the fleas at the tail end know there is now a flea collar around the neck of the dog? Wie wussten die Flöhe am hinteren Teil des Hundes, dass da vorne irgendwie so ein Halsband dran war? How did they know it was a flea collar? Woher wussten die, dass das so ein Flöhe-Halsband war? I did not explain it to them. Ich habe es ihnen nicht erklärt. I had the instructions with me. Ich habe die Betriebsanleitung hatte ich bei mir. So I went back to my friend. I said, you have to explain to me. Ich bin zurück zu meinem Freund gegangen und habe gesagt, das musst du mir echt mal erklären. He said, Alan, it's actually very simple. Alan, das ist eigentlich ganz einfach, sagt er zu mir. He says, on the flea collar there is a powder. Er sagte mir, auf dem Kragen, auf dem Halsband, da ist so ein Puder drauf. And as the hair brushes against the collar, the powder is released. Und während sich so das Hundehaar an dem Halsband irgendwie so reibt, dann wird dieses Pulver los aufgesetzt. The powder sits on the skin of the dog and then is assimilated into the bloodstream. Und dann setzt sich dieses Pulver auf die Haut von dem Hund und dann wird es übernommen irgendwie in den Blutstrom. And then the dog builds up an immune system. Und dann baut der Hund ein Immunsystem auf. And it circulated right through the dog with the bloodstream. Und das zirkuliert dann mit dem ganzen Blut durch den ganzen Hund. And now when the flea at the tail end bites the dog, und wenn der Floh am anderen Ende des Hundes den Hund beißt, the flea dies and the dog lives. Dann stirbt der Floh und der Hund lebt. And I said, Hallelujah. Und ich sagte Halleluja. I now understand John 17. Jetzt verstehe ich Johannes 17. This is what Jesus was praying. Das ist, was Jesus gebetet hat. Father, I do not pray that you take them out of the flea nest of this world. Vater, ich bete, dass du sie nicht aus dem Flohnest dieser Welt herausnimmst. Put them right in between the fleas. Setze sie genau da rein, wo die anderen Flöhe sind. New translation, okay? Neue Übersetzung. But do something to them. Aber mach etwas mit ihnen. Sanctify them in your word. Heilige sie in deinem Wort. Your word is truth. Dein Wort ist Wahrheit. Let truth find opportunity in their lives. Lass die Wahrheit einen Platz in ihrem Leben finden. Because when truth captures your life,
Weil wenn die Wahrheit dein Leben einnimmt, it gives you empowerment, dann gibt es dir Kraft und Stärke, to be able to go into the world, um fähig zu sein, in die Welt hineinzugehen and not be affected by the world, und nicht von der Welt beeinflusst zu werden. But you now affect your world. Aber du nimmst Einfluss in deiner Welt. Then I realized that's why we take time like this to capture truth. Und dann habe ich erkannt, dass wir eine Zeit wie diese nehmen, um Wahrheit wirklich in uns aufzunehmen. You see, truth was not just designed to get people into heaven. Wahrheit war eigentlich nicht nur dafür gedacht, damit Menschen den Weg in den Himmel finden. Truth was designed to empower you to live life now. Wahrheit wurde dazu gemacht, damit du Stärke und Kraft erfährst, das Leben jetzt zu leben. Truth is not designed to take you away from the world. Wahrheit wurde nicht dazu gemacht, um dich aus der Welt herauszunehmen. Truth is designed for you to discover so that you can go back into the world. Die Wahrheit wurde dazu gemacht, dass du entdecken kannst, dass um dann in die Welt hinein zurückzugehen. Truth. Wahrheit. What is this truth that so empowers a human being? Was ist diese Wahrheit, die einen Menschen so kräftig stärkt? That can empower you to go into a dark, sinful, broken, damaged world, die dich dazu befähigt, in eine dunkle, kaputte und zerstörte Welt zu gehen. And now become the light and the life to that world. Und um dann das Leben und das Licht in dieser Welt zu sein. What is this truth that so transforms a human life? Was ist diese Wahrheit, die ein Leben so verändern kann? We know that this truth is in essence what we call the gospel. Wir wissen, dass diese Wahrheit an sich das Evangelium ist. The good news. Die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist der guten Nachricht. Because good news empowers you to know who you are. Die gute Nachricht befähigt dich dazu, wissen, wer du bist. To know that you are in relationship with the Father. Zu wissen, dass du in Beziehung mit dem Vater bist, and that God repositions you for your calling and your purpose. Der Vater, der dich dann wieder so positioniert in deine Berufung hinein. This good news is the revelation of Jesus Christ. Diese Wahrheit ist die Offenbarung von Jesus Christus. He is the truth. Er ist die Wahrheit. And your discovery that you are in Christ. Und deine Entdeckung, dass du in Christus bist. The most important revelation you can ever have. Die allergrößte Wahrheit, die allerwichtigste Offenbarung, die du jemals haben könntest, is captured in these concepts in Christ. Ist in diesem Konzept in Christus inbegriffen. In him. In ihm. Seated with him. In ihm gesetzt, in ihm. Together with him. Zusammen mit ihm. You have to discover yourself in Christ. Du musst dich selber in Christus entdecken. And the discovery that you need to make to live in this truth. Und die Entdeckung, die du machen musst, um in dieser Wahrheit zu leben, is your identification in his death, ist deine Identifikation in seinem Tod, in his resurrection, in seiner Auferstehung and in his ascension, und in seiner Himmelfahrt. Because you have to discover that when Jesus Christ died, you died with him.
Weil du entdecken musst, dass wenn, weil Christus gestorben bist, bist du mit ihm gestorben. When Jesus Christ was raised, you were raised with him. Als er auferstanden ist, wurdest du mit ihm auferweckt. And when Jesus ascended to sit at the right hand of the Father, you are seated with him. Und als Jesus aufgefahren ist, um zur Rechten Gottes gesetzt zu werden, bist du mit ihm aufgefahren und zur Rechten Gottes gesetzt in ihm. That revelation of truth. Das ist die Wahrheit, die Offenbarung der Wahrheit, that repositions your life. Die dein Leben ganz neu positioniert. It changes the way you think. Das verändert die Art und Weise, wie du denkst. It changes the way you speak. Und das verändert die Art und Weise, wie du redest. It changes the way you live life. Und das verändert auch die Art und Weise, wie du dein Leben lebst. Because you have a revelation that you now are in Christ. Weil du eine Offenbarung hast, dass du jetzt in Christus bist. You know, I've been coming to Germany every year for the last 15 years. Für die letzten 15 Jahre ungefähr bin ich jedes Jahr nach Deutschland gekommen. And one of the things I've discovered about you is that you are crazy about football. Und das eine, was ich festgestellt habe, ist, dass ihr verrückt nach Fußball seid. Now the one thing I've discovered about the German people is how crazy their fans are. Und das eine, was ich auch entdeckt habe, ist, wie verrückt diese Fans sind in Deutschland. It's amazing when the team wins. Das ist so erstaunlich, wenn das Team gewinnt. What happens to the fans? Was dann mit den Fans passiert? Suddenly they have an attitude. Auf einmal haben sie so eine Einstellung. There is this sense of now they want to talk to everybody. Das ist so ein Gefühl, jetzt gehört mir die Welt. And if you ask them who won, und wenn du sie fragst, wer hat denn gewonnen? They answer, we won. Dann antworten sie dir, wir haben gewonnen. Say, what do you mean we won? You did nothing, man. Was sagst du mir, ihr habt gewonnen? Du hast doch gar keinen Teil daran gehabt. Say, no, when my team wins. Nee, mein Team hat gewonnen. I win. Und dann gewinne ich auch. That recorded victory. Dieser aufgenommene Sieg has a bearing on my life. Hat einen Einfluss, einen Ausfluss in mein Leben hinein. Because they win, weil die gewinnen, I win. Gewinne ich. You see, that recorded victory now suddenly makes them feel different. Schau mal, dieser Sieg, der aufgenommene, der macht was mit denen, um sich, dass sie sich anders fühlen. Speak different. Anders sprechen. Have a different liberty to share. Eine ganz andere Freiheit haben, das auch mitzuteilen. Because there's a recorded victory. Weil da so ein Sieg ist. Now listen. Hör mal zu. 2000 years ago, a victory was recorded. Jesus Christ said, it is finished. And you are included in that victory. Amen. Vor 2000 Jahren wurde dieser Sieg aufgenommen, wurde dieser Sieg real gemacht. Jesus Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Oh, it sounds so good in German. Es ist vollbracht. It is finished. Ah, you know, in English they say, in Englisch sagen wir, it is finished. It kind of sounds like now it is over. Jetzt, das hört sich so an, it is finished, hört sich so an, wie jetzt ist vorbei. But vollbracht says it is complete. Aber vollbracht sagt, heißt, like, es ist auch komplett, vollständig. Vollbracht. Vollbracht. You are included in that moment. Du bist in diesem Moment mit einbegriffen. Let me remind you of this, because we're going to talk about how we engage the world. Lass mich dich nochmal daran erinnern, denn ich möchte darüber sprechen, wie wir dieser Welt begegnen. Let me just share with you just an understanding of the good news of the gospel. Und ich möchte mit euch das mitteilen, dieses Verständnis von der guten Nachricht des Evangeliums. Because you have to see yourself in that victory. Weil du dich in diesem Sieg drin sehen musst. You see, good news is only good news if it includes you. Eine gute Nachricht ist nur dann eine gute Nachricht, wenn es dich auch mit einfasst. One of my friends in South Africa has a farm. Einer meiner Freunde in Südafrika, der hat eine Farm. And recently he phoned me. He said, "Alan, I have good news."
Und er hat mich vor kurzem angerufen und mir gesagt, Alan, ich habe gute Neuigkeiten für dich. I said, please tell me. Ja, sag's mir bitte, erzähl mir. He says they found gold on my farm. Die haben Gold auf meiner Farm gefunden. So I'm on the phone with him. Und ich bin am Telefon mit ihm. I said, well, that's good news for you. Oh ja, das ist echt gute Nachricht für dich. For me it's just news. Für mich ist das einfach nur Nachrichten. Unless you were thinking of including me. Oder hast du vielleicht dran gedacht, mich da einzubegreifen, damit then anzusehen? It, then it becomes good news. Ja, dann wird es wirklich gute Wahrheit. Listen, we're not just sharing news. Hör mal zu, wir teilen nicht nur irgendwelche Nachrichten mit. We are sharing good news. Wir teilen gute Nachrichten. It's good news because it includes you. Es ist gute Nachricht, weil es dich mit einbezieht. You have to discover yourself in the good news. Du musst dich selber darin entdecken, in diesen guten Nachrichten. Then it repositions you. Und das platziert dich ganz neu. The Bible says when Jesus Christ died, we died. Die Bibel sagt, als Jesus Christus gestorben ist, sind wir mitgestorben. Let me say this to you when you look at the cross. Lass mich dir das nochmal sagen, wenn du ans Kreuz schaust, if you just look at it as a historical, sentimental reference, wenn du das nur als so ein gefühlsduseliges Referenz siehst and you don't see yourself on the cross with Jesus, und du dich selber nicht damit dran hängen siehst, the cross really doesn't mean anything to you. Dann bedeutet das Kreuz auch wirklich nichts für dich. It has to include you. Es muss dich mit einbeziehen. The Bible says, when Jesus died, you died. Die Bibel sagt, wenn Jesus als Jesus Christus im Tod Jesu Christi, da sind wir auch mitgestorben. What does it mean? Was bedeutet das? It means that the old reference of your identity in Adam. Das bedeutet, dass dein alter Bezug zu Adam. Your reference in Adam. I'm so sorry, man. It means that you died to your old sinful reference. Es bedeutet, dass du gestorben bist, dieser alten sündhaften Natur. You see, Adam sold us out to the power of sin. Adam hat uns verkauft an die Macht der Sünde. Sin had a legal right over our lives. Sünde hatte ein legales Recht über unserem Leben. But the Bible says the power of sin was broken. Aber die Bibel sagt, dass die Macht der Sünde gebrochen wurde. And we have been set free from the power of sin. Und dass wir freigesetzt wurden von der Macht der Sünde. So that we no longer have to be slaves of sin. So dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sein müssen. We are now like Adam and Eve before the fall. Wir sind jetzt wie Adam und Eva vor dem Fall. We can choose. Wir können auswählen. Therefore choose righteousness, the Bible says. Deswegen sagt auch die Bibel, darum wähle die Gerechtigkeit. Listen to what Romans 8 verse 2 says. Hört mal zu, was Römer 8 Vers 2 sagt. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. The Bible says we've been set free from the law of sin. Die Bibel sagt, dass wir befreit wurden vom Gesetz der Sünde. You know, a law represents a government. Weißt du, ein Gesetz, das steht für eine Regierung, eine Herrschaft. If you get onto your freeways here in Germany, which I really enjoy. Also ich mag ja wirklich eure Autobahnen hier, wenn du auf so eine drauf fährst. You can be driving as fast as you like. Dann kannst du so schnell fahren, wie du möchtest. Until there's a certain area where they say now you have to drive this speed. Bis du zu diesem Schild kommst, das dir dann auch sagt, jetzt musst du diese Geschwindigkeit fahren. And you can say to yourself, why will I do that? Und du kannst dir selber sagen, warum sollte ich das tun? I drive a good German car. Ich fahre ein deutsches gutes Auto. I'm just gonna keep driving at the same speed. Und ich fahre einfach mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. It will not be long, they will take a nice photograph of you. Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis sie ein schönes Foto von dir machen. And they will send you that photograph. Und sie schicken dir sogar das Foto. But it will cost you quite an amount. Aber es könnte dich einen ganz großen Betrag kosten.
And you can say to yourself, I'm not going to pay for this photograph. Und du könntest doch sagen, oh, ich zahle das einfach nicht. And you throw that away. Und du schmeißt dann das weg. It will not be long whether they will send you an invitation to an event. Und das wird wahrscheinlich dann nicht lange dauern, bis sie dir eine Einladung zu einem gewissen Ereignis schicken. You can say, I don't go to those events. Oh, du kannst dir auch sagen, ich mache solche Events eigentlich nicht. I don't even like the people that go there. Und ich mag auch die Leute nicht, die da so hingehen. If you don't go to the event, wenn du nicht zu diesem Event hingehst, they are sending somebody to come visit you. Dann schicken sie dir jemanden, der dich dann besucht. But with a large vehicle, because they're coming to fetch you. Aber mit einem großen Auto, weil sie dich dann mitnehmen wollen. Why? Because you see, behind that law, there is what we call a government. Warum? Weil hinter diesem Gesetz auch eine Regierung, eine Herrschaft steht. And the law represents the government. Und das Gesetz repräsentiert diese Herrschaft. The authority. Die Autorität. Now read the scripture again. Lass uns diesen Vers nochmal lesen. The law of the Spirit. Das Gesetz des Geistes. The government, the authority of the Spirit. Die Herrschaft des Geistes, die Autorität des Geistes, of this new life in Jesus Christ, dieses neuen Lebens in Christus, has set me free, hat mich freigesetzt. From the government, the law, the authority of sin and death. Von der Herrschaft, von der Autorität, von dem Gesetz der Sünde. Yeah, amen. Come on, this is a good place to say amen. Amen. You have to discover this. Das musst du entdecken. You are no longer a slave to sin. Du bist nicht länger ein Sklave der Sünde. Don't allow that lie to keep you captive. Erlaube dieser Lüge nicht, dich noch länger in Gefangenschaft zu halten. It was when Jesus was speaking about sin that he said, and you will know the truth, and the truth will set you free. Es war, als er über Sünde gesprochen hat und gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. You died. Du bist gestorben. But you did not only die, the Bible says you were raised with Christ. Aber du bist nicht nur gestorben, du wurdest auch auferweckt mit Christus. Listen to what Romans 6 says. Hör dir an, was Römer 6 sagt. Shall I read the whole thing? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. You were raised with Christ into newness of life. Du wurdest mit Christus auferweckt in die Neuheit des Lebens. If you are in Christ, the Bible says you have become a new creature. Wenn du in Christus bist, dann sagt die Bibel, bist du auch eine neue Kreatur. It's important to understand who you really are. Es ist so wichtig, dass du verstehst, wer du wirklich bist. Because identity precedes activity. Weil die Identität der Aktivität vorausgeht. The way you see yourself, die Art und Weise, wie du dich selber anschaust, determines how you live. Das bestimmt, wie du lebst. That's why you need to get a picture of who you are in Christ. Deswegen musst du ein Bild von dir selber bekommen, wer du in Christus bist. You have to discover your completeness in Christ. Du musst deine Vollkommenheit in Christus entdecken. Because if you know who you are in Christ, weil wenn du weißt, wer du in Christus bist, it empowers you to be able to live within the world. Dann befähigt es dich dazu, in dieser Welt zu leben. But you must know who you are. Aber du musst wissen, wer du bist. You see, in Christianity, we are not trying to change your behavior. In der Christenheit, als Christen, versuchen wir nicht, dein Verhalten zu verändern. To adjust to a Christian culture.
dich an eine christliche Kultur anzupassen. We are introducing you to your identity. Sondern wir stellen dich deiner Identität vor. Of a new nature in Christ. Einer neuen Natur in Christus. It's not just about adjusting to culture. Es ist nicht nur, dich an eine Kultur anzupassen. It's about discovering the new nature. Es ist, diese neue Natur zu entdecken. You are a partaker of the divine nature, the Bible. Du bist ein Teilhaber der göttlichen Natur, sagt die Schrift. We needed a bigger amen for that. Wir hätten eigentlich ein größeres Amen dafür gebraucht. I come from South Africa. Ich komme aus Südafrika. And in South Africa. Und in Südafrika. In Pretoria, we have our leaders, our church leaders, in a beautiful relationship with one another. In Pretoria, da haben wir unsere Leiter der Gemeinden in einer wirklich guten Gemeinschaft zusammen. And once a year, we go away with our wives and spend two nights somewhere where we pray for our city and ask God to speak to us about the city. Und einmal im Jahr, da fahren wir für zwei Nächte weg mit unseren Frauen zusammen und beten für unsere Stadt und hören, was Gott vorhat. And so recently we went away to one of the game parks in South Africa where the lions and the animals roam freely. Und beim letzten Mal sind wir dahin gefahren in so ein Naturreservat, wo man auch die Löwen und das andere Tiere auch sehen kann. So very early in the morning we all got onto a safari vehicle. Und sehr früh am Morgen sind wir auf so einen Safari Truck gestiegen. And we wanted to be out before the sun comes up. Und wir wollten draußen sein, bevor die Sonne hochkommt. So that we can see some animals. So dass wir ein paar Tiere sehen konnten. And it was not long as we were driving we saw a whole group of lions. Und das hat gar nicht lange gedauert, als wir so unterwegs waren, da haben wir eine Gruppe von Löwen gesehen. So we stopped about 10 meters away from them. So ungefähr 10 Meter vor ihnen haben wir gestoppt. Switched off the safari vehicle. Haben das Auto ausgemacht. And we were just watching the lions. Und haben sie einfach nur beobachtet. It was very quiet. Es war sehr still. The lions were lazy. Die Löwen waren faul. But the next moment one of the dominant male lions decided to get up and inspect the vehicle. Und ein paar Minuten später hat einer der etwas der führenden Löwen ist aufgestanden und hat entschieden, unser Auto zu inspizieren. And I don't know who builds those vehicles, but it's definitely not the Germans because they don't have doors. Aber ich weiß nicht, wer diese Autos baut. Wahrscheinlich mit großer Sicherheit nicht die Deutschen, weil diese Autos haben keine Türen. And I'm sitting right at the end. Und ich saß auch tatsächlich am Ende. As the lion is coming closer. Und als der Löwe so näher kam, our guide says to us, just sit still, don't make a noise, and don't stand up. Und der diese Tour geleitet hat, hat gesagt, sitzt einfach ganz still, macht keine Geräusche und steht auch nicht auf. Says, 'cause the lion thinks this is one big animal that has just arrived. Weil der Löwe denkt, dass das hier ein riesiges Tier ist. He doesn't know there's lots of individual humans on this. Und er weiß gar nicht, dass da ganz viele einzelne Individuen drauf sitzen auf diesem Auto. Und weil wenn du aufstehst, dann durchbrichst du diese Schatten, diese Silhouette und dann weiß der Löwe, dass da noch einer speziell da ist. So, as the lion is coming closer, I'm saying, Lord, I trust this guide knows what he's talking about. Und als dieser Löwe so näher kam, sagte ich mir, oh Herr, ich vertraue einfach mal darauf, dass dieser Leiter dieser Tour auch weiß, worüber er redet. But one of the leaders behind me has a wonderful camera. Aber einer der Leiter hinter mir, der hatte so eine wunderbare Kamera. So he's so excited, he's just taking photos. Und er ist so aufgeregt, er nimmt die ganze Zeit Fotos. But this camera in the quiet morning is making click, click, click. Aber diese Kamera in der Stille des Morgens macht die ganze Zeit klick, klick, now, klick. The lion is intrigued with the clicking sound and he's coming straight for me. Und jetzt ist dieser Löwe angefixt von diesem Geräusch und kommt immer näher. And I think to myself, Lord, if I don't die today, I'm going to kill somebody today. Also hab zu mir selber gedacht, Herr, wenn ich heute nicht sterbe, dann werde ich jemand anders töten. And that lion comes to about 2 meters away from me. Und dieser Löwe kommt ungefähr so auf 2 Meter heran. And it looks up at und er schaut hoch zu mir. And I look into its eyes. Und ich schaue ihm in die Augen. I don't know if you've looked into the eyes of a lion
in 2 meters, we're having nothing in between. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, in die Augen eines Löwens zu schauen, 2 Meter Entfernung, ohne etwas zwischen dir und ihm. In that moment, I recognized authority. In diesem Moment habe ich Autorität gespürt. I felt the blood drain out of me. Ich habe gefühlt, wie mein Blut sich weg war. I do too. I'm in the moment, you know. I'm looking at this lion and I recognize he is not intimidated with nothing. Und ich gucke in diese Augen des Löwen und ich weiß, dass er von gar nichts eingeschüchtert ist. He's a lion. Er ist ein Löwe. He's in his natural habitat. Er ist in seiner natürlichen Umgebung. You know what, if you take that lion to a circus, weißt du was, wenn du diesen Löwen mitnimmst in einen Zirkus, something happens to that animal. Dann passiert etwas mit diesem Löwen. It comes into the arena and it's immediately you pick up that this animal is anxious. Dann kommt es so in diese Arena und du merkst sofort, dass dieser Löwe ängstlich ist. Because there's somebody with a whip that is cracking the whip. Weil da irgendwer ist mit einer Peitsche, der die Peitsche peitscht. And then this animal starts doing tricks to the applause of the people. Und dann fängt dieses Tier an, irgendwelche Tricks zu machen aufgrund des Applauses der Menschen. But we know that animal did not internalize that behavior. Aber wir wissen, dass dieses Tier dieses Verhalten nicht intus in sich hat. Because I guarantee you that lion does not go from the arena to its cage and sit in the cage and practice the tricks. Weil ich genau weiß, wenn es zurückgeht in seinen Käfig, wird es diese Sachen nicht mehr machen. Why? Warum? There's nobody with a whip. Weil da niemand mit einer Peitsche ist. Oh, how sad it is when we reduce Christianity to a whip. Oh, wie traurig ist das, wenn wir den christlichen Glauben auf eine Peitsche reduzieren. Trying to get people to adjust their behavior. Um Leute dazu zu bringen, ihr Verhalten irgendwie anzupassen. Using the scriptures to try and get people to adjust. Die Schrift dazu benutzen, irgendwelche Veränderungen hervorzurufen. And many times they do adjust, trying to adapt to the culture. Und dann rudern sie rum und machen und versuchen sich irgendwie anzupassen an diese neue Kultur. But they have not discovered their true nature. Aber sie haben ihre neue Natur nicht erkannt. You see, we need to take that lion into its environment. Wir müssen diesen Löwen in seine Umgebung, seine natürliche Habitat nehmen. Folks, our environment is Jesus Christ. Unsere Umwelt, unsere Umgebung, das ist Jesus Christus. In him do we live and move and have our being. In ihm leben und sind und haben wir unser Sein. We're not just trying to change people's behavior. Wir versuchen nicht nur das Verhalten der Menschen zu verändern. We are bringing them to the greatest revelation. Wir bringen sie zu der allergrößten der Offenbarungen. You were included in the greatest moment in history. Du bist einbezogen, einbegriffen in dem allergrößten Moment der Geschichte. When he died, you died. Als er gestorben ist, bist du mitgestorben. When he rose from the dead, you rose from the dead. Als er auferstanden ist von den Toten, bist du mit auferstanden von den Toten. Into newness of life. In die Neuheit des Lebens. You must discover who you truly are. Du musst entdecken, wer du wirklich bist. When you truly discover who you are. Wenn du wirklich entdeckst, wer du bist. It changes how you live. Dann verändert das, wie du lebst. Do we want to touch the world? Wollen wir die Welt berühren? Do we want to affect the world? Wollen wir diese Welt beeinflussen? Then discover who you are. Die entdecken und sehen, wer du bist. Because when you discover who you are, you become what God intended you to be. Weil wenn du entdeckst, wer du bist, dann wirst du, wozu du eigentlich gemacht bist. Not only were we raised with Christ, wir wurden nicht nur mit Christus auferweckt, the Bible says we share in his triumph, sondern wir teilen auch seinen Triumph. And we sit with him in heavenly places. Und wir sitzen mit ihm an himmlischen Orten. We are united with him. Wir sind mit ihm eins gemacht. He has become the very address of my life.
Er wurde die wirkliche, der Mittelpunkt meines Lebens. What does it mean to sit with him in heavenly place? Was bedeutet es, mit ihm an diesen himmlischen Orten zu sitzen? It doesn't mean that we are a bunch of space cadets. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche komischen Astronauten sind. It means we discover the authority of the Spirit. Aber dass wir die Autorität des Geistes erkennen. We have been called into a place where we represent his life. Wir wurden in einen Ort versetzt, an einen Platz gebracht, wo wir seine Gegenwart sehen. Can I have that flip chart real quick? Kann ich die Flipchart kurz haben? Thank you. With a pen, I want to show you something. Mit einem Stift bitte, dass ich euch was zeigen kann. Listen to what happened in our lives. Schaut euch an und hört, was in eurem Leben passiert ist. Ah. You see, it's like many Christians. Siehst du, das ist wie bei vielen Christen. It's already there, but they don't see it. Es ist schon da, aber sie sehen es nicht. No, I'm going to draw that higher. Okay. Here we see, this is where Adam lived. Hier sehen wir, wo Adam gelebt hat. A certain level of life. Ein bestimmtes Level an Leben. But then Adam sinned and there was the fall of man. Aber dann hat Adam gesündigt und das war der Fall der Menschheit. Man fell to a lower level of life. Die Menschheit ist gefallen auf ein niedrigeres Level des Lebens. Now listen to what Romans 5 verse 17 says. Hör mal zu, was Römer 5, Vers 17 sagt. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Oh, weit mehr. Weit mehr. I did a study in the Greek of much more, and you won't believe it, much more in the Greek means much more. Ich habe das sogar im Griechischen studiert, was dieses Wort weit mehr heißt. Es heißt weit mehr. Weit mehr, listen. Hör mal zu, weit mehr. Death reigned. Tod hat regiert. But the Bible says. Aber die Bibel sagt. Weit mehr. Weit mehr. Halleluja. Halleluja. Listen, we have not been restored back to Adam. Wisst ihr, wir wurden nicht nur auf das Level von Adam zurückgesetzt. We have a new reference that defines our lives. Wir haben einen neuen Bezugspunkt, der unser Leben definiert. Adam no longer defines who I am. Und Adam definiert nicht länger, wer ich bin. Jesus Christ now defines my true identity. Jesus Christus definiert jetzt meine neue Identität. Weit mehr. Weit mehr. Say it with me. Sagt es mit mir zusammen. Weit mehr. Oh. Oh. These are important concepts for what we want to share later in our engagement. Das sind ganz wichtige Grundlagen für das, was wir später noch lehren wollen. So it says, weit mehr those that weit mehr als aufgewogen durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. The abundance of grace. Das reiche Maß, das Geschenk der Gnade. And the free gift of righteousness. Und das freie Geschenk der Gnade. Gerechtigkeit. We are just checking if you are awake. Yeah. We'll do what? It will position you for. Was passiert? Wir setzen dich in die Position für. To reign in heaven one day. Um im Himmel eines Tages zu regieren. Okay, this is where you shout. Nein, nein, das nein. Das ist der Punkt, an dem ihr ruft. Nein, nein, nein.
to reign in life. Um im Leben zu regieren. So important to understand. Das ist so wichtig zu verstehen. Let me end with a story. Lass mich mit einer Geschichte das beenden. When I grew up, we were four brothers. Als ich aufgewachsen bin, waren wir vier Brüder. And my parents were divorced when I was very young. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich sehr jung war. And so us four brothers went to stay with my grandparents on my mother's side. Und wir vier Brüder sind mit den Großeltern meiner Mutters Seite war aufgewachsen. And they were wonderful Christian people. Und das waren wirklich wundervolle christliche Menschen. When I look back, I'm so grateful that I grew up in that house. Und wenn ich zurückschaue, dann bin ich total dankbar, dass ich in diesem Haus aufwachsen durfte. My grandfather was really a man of great leadership. Und mein Großvater war wirklich ein Mann von starker Leiterschaft. And he affected my life very deeply. Und er hat mein Leben ganz tief beeinflusst. And my grandmother, she, I think, ran the whole town. Und meine Großmutter, ich glaube, sie hat das ganze Dorf gemanagt. And so we were going to church one Sunday. So und eines Sonntags sind wir zur Gemeinde gegangen, zur Kirche. And very close to the church we saw this young man of about 19 years old. He was having a bicycle and he had just come up from under a bridge where he slept the night. Und auf diesem Weg haben wir einen Jungen gesehen, der ungefähr 19 Jahre alt war, mit seinem Fahrrad, wie er so den Weg hochfuhr. Und wir wussten, er kommt von unter der Brücke her, gerade da, wo er auch geschlafen hatte. So my grandmother says, stop, 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 and she calls the young man. Und meine Großmutter hatte gesagt, stopp, 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 halt mal kurz an. Und hält auch den jungen Mann an. So she asks him, so what is your name? Und fragt ihn, hey, wie heißt du denn? My name is Javi. Und er sagte, mein Name ist Javi. She says, where are you going? Und fragt ihn, wo gehst du eigentlich hin? She says, no, I have nowhere to go. Ich habe eigentlich kein Ziel. She says, you're going to church. Und sagt ihm, du kommst mit in die Kirche. So after church, she says, now where are you going now? Und nach der Kirche fragt sie ihn dann, und wo gehst du jetzt hin? No, I don't know where I'm going. Oh, ich weiß nicht, wo ich hingehe. All right, come with us for lunch. Okay, du kommst mit uns zum Mittagessen. So after lunch. Und nach dem Mittagessen fragt sie ihn wieder, wo wirst du jetzt hingehen? Long story short, Javi gets a room in the house. So ganz lange Geschichte, ganz kurz erzählt, Javi kriegt einen Raum in unserem Haus. We stayed in this very big house with many rooms. Und wir haben gewohnt in diesem großen Haus mit vielen großen Zimmern. There was always lots of people coming in and out of the house. Und da waren ganz viele Leute, die ein- und ausgegangen sind. But now Javi was staying with us. Aber jetzt blieb Javi mit uns. But Javi was, we discovered, a little bit off. Aber wir haben irgendwie so rausbekommen, dass Javi so ein kleines bisschen neben der Spur war. Okay. Okay. So, we are four teenagers now. So, wir sind jetzt vier Teenager. And wherever we go, Javi wants to go with. Und wo auch immer wir hingehen, Javi wollte mitkommen. We are a little uncomfortable with it because Javi is not as cool as we are. So wir waren so ein kleines bisschen komisch damit, fanden es komisch, weil Javi nicht ganz so cool war wie wir. But everywhere we go, Javi goes with. Aber überall da, wo wir hingegangen sind, ist Javi einfach mitgekommen. But one of the things I did not like about Javi is when people ask him, so who are you? Aber eines der Dinge, die ich nicht mochte an Javi war, wenn Menschen ihn gefragt haben, Javi, wer bist du eigentlich? He would answer and say, oh, I'm one of the Platt brothers. Dann sagte er, oh, ich bin einer von den Platt-Brüdern. I said, no, Javi, you can't say that. Er sagt, oh, nee, Javi, das kannst du eigentlich nicht sagen. You can say you stay with us, but you cannot say you are a brother. Du kannst eigentlich sagen, ja, du wohnst bei uns, aber du kannst nicht sagen, dass du Platt bist. But Javi always said. Ja, aber das hat Javi immer gemacht. But Javi was a restless soul, so he would stay with us for about 6 months and then get on the bicycle and travel across the country again for 3 months. Javi war so jung und frei und ist dann einfach irgendwann weitergezogen nach 6 Monaten. And then he would come back again. Und dann ist so wieder zurückgekommen. So I went to study theology. Und dann bin ich gegangen, um Theologie zu studieren.
And in the city of Johannesburg was where the graduation ceremony was going to be. Und in der Stadt Johannesburg war, wo die Abschlussrede, die Abschlussveranstaltung des Studiums war. So I invited a few people from my family. So habe ich so ein paar Leute eingeladen aus meiner Familie. At that stage, Javi was visiting somebody else in Johannesburg. Zu dieser Zeit war Javi irgendwo anders in Johannesburg, hatte jemand anders besucht. And he heard about the graduation ceremony. Und er hat von dieser Abschlussveranstaltung gehört. And he decided he's going to surprise me. Und er hat einfach entschlossen, dass er mich überraschen wird. So the evening is there and it's this grand ceremony, everybody's dressed up with, you know, all the robes and academic garb. So am Abend waren alle wichtigen Leute da, wir hatten uns alle schön angezogen, hatten diese Ehrenroben an. But Javi is coming with his bicycle from the other side of town, about 20 kilometers. Und Javi kommt von ungefähr 20 Kilometern auf der anderen Seite von der Stadt, durch die Stadt mit seinem Fahrrad. He got hold of a suit. Er hat einen Anzug irgendwie organisiert. I can still see that tie. It's like a big ball here. Hey, ich kann immer noch diesen Schlips sehen, wie er hier so wie so ein großer Ball hängt. But as Javi was traveling to this event, there was a disaster because a thunderstorm hit the city. Aber während Javi diese 20 Kilometer mit dem Fahrrad fuhr, war ein großes Unwetter über die Stadt gekommen. But Javi is undeterred, he is on a mission, he's going to be there, so he's cycling all the way. Aber Javi war einfach fest entschlossen, da einfach durchzufahren mit seinem Fahrrad, einfach weiterzugehen, obwohl Regen. So of course he comes late because of the circumstances. Natürlich kommt er auch zu spät, wegen der Umstände. He's right at the back, but I don't know. Er ist ganz hinten am hinteren Ende, aber ich wusste das nicht. And so they end the event. So haben sie dieses Event beendet. And as I stand up, I'm sitting here in the front rows. Ich saß da so ganz weit vorne. I hear at the back of the hall somebody shout. Da stehe ich gerade so auf am Ende dieser Veranstaltung und ich höre am hinteren Ende jemanden rufen. And he shouts, Alan! Und er ruft, Alan! Alan! And I think to myself, Lord, I know that voice, but please, I plead with you, just not tonight. Und innerlich betete ich so, Herr, ich kenne diese Stimme, aber bitte nicht heute. And I turn around to see what is happening. Everybody's now looking that way. Und ich drehte mich auch so als Letzter um, nachdem alle schon in die Richtung nach hinten guckten. And there is Javi waving at me. Und da ist Javi und winkt mir. And everybody looks back to the front to see who is the recipient of this joy. Und dann gucken alle wieder in die andere Richtung, wer denn der Glückliche sei, dem er zuwinkt. And I wave back. Und ich habe so zurückgewunken. And then Javi comes to me. Und dann kommt Javi vor. And the people are making way for Javi. Und die ganzen Leute gehen auf die Seite. And as Javi comes to me, he grabs me and he embraces me. Und als Javi nach vorne kommt, umarmt er mich ganz herzlich. I feel the steam coming up from the water now. He's hot and his steam is coming up. Und ich fühle diesen Dampf von ihm selber aufsteigen, von dem Wasser, was in seinen Klamotten war, und merke, dass wie es mich auch nass macht. And Javi speaks so loud. He's saying, oh, Alan, I'm so proud of you. Und er spricht ganz laut und sagt, oh, Alan, ich bin ganz arg stolz auf dich. And I'm like, oh, thank you, Javi, thank you. Und ich so, Javi, danke, danke. Well, that took a little while. Das hat so ein bisschen gedauert. And when he was finished, und als es fertig war, I turned around, habe ich mich umgedreht. And somebody turned to me and asked me this question. Hat sich jemand zu mir umgedreht und mich gefragt? Who is that? Wer ist das? And the next moment, und in dem nächsten Moment, I heard myself say, habe ich mich selber sagen gehört. He's my brother. Das ist mein Bruder. This guy was so embarrassed. Oh, I'm so sorry. Der war ganz peinlich berührt davon, dass er überhaupt gefragt hat und sagte, sorry, sorry. I drove home that night. Und ich bin nach Hause gefahren an diesem Abend. Before I was going to go to bed, I was going to just take the Bible. Und bevor ich so ins Bett gehen wollte, hatte ich mir noch die Bibel genommen. Just read a verse. Einfach um einen Vers zu lesen. The Bible fell open. Die Bibel fiel offen an einer Hebrews Stelle. Chapter 2. Hebräer 2.
It says, therefore he is not ashamed to call you his brother. Und darum, sagte diese Schrift, ist er nicht beschämt, euch Schwestern und Brüder zu nennen. In that moment I recognized. An diesem Moment ist mir klar geworden. How many times, Lord, am I the Chavi in the story? Herr, wie oft bin ich der Chavi in der Geschichte? But you've made a decision of my life. Aber du hast eine Entscheidung über mein Leben getroffen. I'm part of the family. Ich bin Teil der Familie. I belong to you. Ich gehöre dazu. You're never gonna change that. Du wirst es niemals verändern. I'm your family. Ich bin deine Familie. And you're prepared to say that. Und du hast das vorbereitet. You have to hear God say that over your life today. Du musst das Gott sagen hören über dein eigenes Leben heute. You're my child. Du bist mein Kind. You belong to me. Du gehörst zu mir. You're mine. Du bist mein. Nothing can change that. Nichts kann das verändern. When you discover that, wenn du das für dich entdeckst, it repositions you. Dann bringt es dich an eine neue Position. For impact. Für Einfluss. Let me just see. My time is up. Meine Zeit ist um. Because listen to this, even Jesus. Aber hör mir kurz zu. Sogar Jesus had that moment over his life. Hatte diesen Moment über seinem Leben. Where the Father said, "This is my beloved son." Als der Vater über ihm sagte, das ist mein geliebter Sohn. In him I'm well pleased. Ich habe Wohlgefallen an ihm. Jesus had not done anything yet. Jesus hatte noch nichts getan. He had not done one miracle. Er hat nicht ein Wunder auf seiner Liste. You see, Jesus' ministry was, he did not receive favor from the Father because of what he did. Weißt du, Jesus' Dienst ging darum, nicht, dass er etwas tat und dann den Gefallen Gottes dafür erhalten würde. He received God's favor because of who he was. Er hat Gottes Wohlgefallen über sich empfangen wegen dem, wer er war. This is my beloved son. Das ist mein geliebter Sohn. It's not about how well you achieve, it's about how well you receive. Es geht nicht darum, wie gut du dich machst, sondern wie gut du empfängst. So right this moment, I'm trusting God. So an jetzt in diesem Moment vertraue ich Gott. That every individual that has heard this word, dass jeder, der dieses Wort gehört hat, just sense a fresh acceptance smile of the Father on your life. Dieses Lächeln Gottes über deinem Leben, dass du das spürst. Just the grace of God upon your life. Die Gnade Gottes in deinem Leben. Lord, we thank you. Vater, wir danken dir. For your grace in this moment over every life. Für deine Gnade in diesem Moment über jedem einzelnen Leben. Let everyone hear the Father say. Lass jeden den Vater sagen hören. You are my beloved child. Du bist mein geliebtes Kind. And I'm pleased with you. Und ich habe Wohlgefallen an dir. We thank you, Lord Jesus. Wir danken dir, Vater. Amen. 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 Thank you. Thanks, man.